Ein herzliches Hallo und Servus von mir aus hier. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal bei Ubi Tested. Mit mir heute vor der Kamera der Genesis Electrified GV70. Ein SUV auf einer Verbrennerplattform, umgebaut zu einem Elektroauto mit 800 Volt Ladetechnik. Genesis, großes Fragezeichen für den einen oder anderen vielleicht. Was steckt dahinter? Genesis ist die Premium-Marke im Hyundai Motor Group Konzern. Das bedeutet, sie gehören zu Hyundai und Kia in dem Fall und verwenden somit auch das 800 Volt Ladesystem für den Electrified GV70, was sonst in den normalen Elektrofahrzeugen wie dem Kia EV6 oder dem Hyundai Ioniq 5, Ioniq 6 oder aber beim Genesis GV60 drinnen ist. Der GV60 ist das reine Elektrofahrzeug. Wir nehmen uns allerdings heute den etwas größeren Electrified GV70 vor. Warum? Das werdet ihr heute natürlich genauer herausfinden. Genauso werden wir heute auch erleben, wie sich der Electrified GV70 im Alltag schlägt. Wir gehen natürlich auf Verbrauchsrunde mit dem Genesis und der darf natürlich wie alle anderen auch dieselbe Runde hier absolvieren. Das bedeutet, 50% ist die Überlandstrecke, 40% die Autobahn, Vmax 130 bei Elektrofahrzeugen und 10% ist der Stadtverkehranteil. Wir wollen natürlich herausfinden, wie weit kommen wir mit der 77,4 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie. Wie verhält sich denn der Elektroantrieb mit knapp 500 PS Leistung? Wie effizient arbeiten die zwei Elektromotoren? Haben wir Traktionsverluste oder kann der Allrad hervorragend mit der Leistung umgehen? Das werden wir erklären. Natürlich aber auch ganz klar, wir sind hier ein familienorientierter Kanal. Das bedeutet, wir werden natürlich schauen, wie viel Platz ist auf der Rücksitzbank? Kriegen wir die Kindersitze rein? Wie viele Kindersitze kriegen wir rein? Wie viel Gepäck kriegen wir in den Kofferraum? Und ansonsten natürlich auch die alle entscheidenden Infos zum Thema Preis, Fahren und meine eigene Meinung am Ende. Wenn euch das Ganze interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dranbleibt, dem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox hinterlasst. Und dann würde ich sagen, wir steigen einmal in den champagnerfarbenen Electrified GV70 ein und begeben uns auf Verbrauchsfahrt. Viel Spaß! Ja, auffällig, unauffällig bin ich hier mit dem Genesis Electrified GV70 unterwegs. Auffällig, weil wir hier eine sehr auffällige Lackierung am Fahrzeug haben mit diesem Lachs-Champagnerfarbenen matten Lack, den es leider jetzt aktuell schon gar nicht mehr im Modelljahr 2024 für den Genesis gibt. Das gab es eben letztes Jahr nur, 2023 Modelljahr. Ich persönlich finde aber, die Farbe steht dem Fahrzeug sehr, sehr gut. Bin mal gespannt, was ihr mir unten in die Kommentare schreibt, was ihr sagt. Würdet ihr so eine Lackierung euch tatsächlich nehmen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, bin gespannt. Unauffällig natürlich aufgrund des Elektroantriebes. Das Fahrzeug surrt leise, lediglich mit diesem AVAS-System, also dem Fußgängerschutzsystem, was man natürlich hört, ist man eben bis auf das sehr, sehr ruhig und unauffällig unterwegs. Unauffällig auch, weil das Auto eher im Straßenbild ja vielleicht etwas untergeht, wie ich persönlich finde. Es gibt nicht allzu viele Genesis auf unseren Straßen, was sehr schade ist, denn es sind sehr, sehr schöne Autos, wie ich finde. Mit dem Markenzeichen Genesis, ja, da verwechselt der ein oder andere es gerne mal mit einem Bentley. Und von der Luxuriosität kann das durchaus in meinen Augen mit einem Bentley auch in gewisser Hinsicht sogar mithalten. Optisch fällt da auch kein großer Unterschied zu der Verbrennerbruderschaft auf, denn der Genesis ist ja eigentlich normalerweise ein Verbrennerfahrzeug, der jetzt hier als Electrified GV70 quasi ja zum Elektroauto umgebaut wurde. Im Normalfall nimmt man da natürlich viele negative
Aspekte mit, sodass das Fahrzeug dann eher ein Kompromiss ist, das aber hier bei Genesis nicht der Fall ist. Warum das nicht so ist, dazu kommen wir gleich. Schauen wir erst einmal nochmal das Auto uns exterieurmäßig an. Und als erstes sehen wir den Unterschied zum Verbrenner hier am Kühlergrill. Denn da haben wir eine komplett geschlossene Maske hier mit diesem Hochglanz silbernen Elementen. Damit ist der Wagen sofort als elektrische Variante zu erkennen. In dieser Frontmaske ist dann auch der Ladeanschluss untergebracht. Das heißt, es ist ein sogenannter Nasenlader, den wir hier haben. Der Wagen ist 4,72 Meter lang, hat eine Außenbreite mit den ausgeklappten Außenspiegeln von 2,17 Meter, also sehr stattlich, und aber lediglich eine Höhe von 1,63 Meter, also eher ein gedrungenes SUV der oberen Mittelklasse im Segment. Mitbewerber BMW iX3 etwa, Audi Q8 e-tron und natürlich auch aus China zum Beispiel der NIO EL6, den ich euch hier schon mal vorgestellt habe. Schaut da unbedingt mal rein. Das ist nämlich in meinen Augen einer der ernstzunehmendsten Konkurrenten hier für den Genesis. Und dann gäbe es noch den Polestar 3, der noch auf den Markt kommt, demnächst. Allerdings deutlich teurer, hat auch eine deutlich stärkere Leistung und hat auch eine sehr große Batterie. Also in meinen Augen, der fällt da jetzt eher noch ein bisschen raus. Schauen wir dem Genesis Electrified GV70 einmal hinter die elektrisch öffnende Heckklappe. Übrigens, die elektrische Entriegelung am Wischer ist in meinen Augen sehr, sehr clever gelöst, denn da haben wir am wenigsten Dreck oben und können da auch wirklich, wenn wir es direkt aufmachen müssen, per Knopfdruck am besten hin, machen uns die Finger am wenigsten schmutzig. Das ist eine sehr, sehr clevere Lösung. Die Heckklappe öffnet weit, man kann sich gut drunter stellen. Der Kofferraum ist dann eher durchschnittlich, 503 Liter bis 1678 Liter Stauraumvolumen, wenn die Rücksitzlehne im Verhältnis 2/1/1 federvorgespannt umgelegt ist. Es gibt aber eine fast ebene Ladefläche und das Ganze ist auch sehr gut nutzbar, trotz hoher Ladekante. Ich konnte da auch wirklich einen kleineren IKEA-Einkauf damit sehr, sehr gut absolvieren. Auch in der zweiten Sitzreihe können natürlich die Kinder sich dann freuen. Isofix gibt es hier an den Außenpositionen, leider nicht auf dem Beifahrersitz. Das würde ich mir noch wünschen. Dennoch sind die Kinder und auch Mitfahrer im Fond bestens untergebracht. Man sitzt sehr, sehr angenehm, hat genügend Kopf- und Kniefreiheit. In meinem Fall mit 1,78 hinter meinem imaginären Ich ist wirklich genügend Platz. Man sitzt auch nicht sehr unangenehm aufgrund des hohen Bodens mit der Antriebsbatterie, sondern sehr, sehr angenehm. Und Annehmlichkeiten gibt es auch mehr als genug. Hier in der zweiten Sitzreihe zum Beispiel Sitzheizung, eine Frontklimatisierung, der 3-Zonen-Klimaautomatik mit Bedienelement, Luftaustritten in Mittelkonsole, sowie eben Stromanschlüsse und Sonnenschutzrollos und eine Sonnenschutzverglasung. Also hier ist alles vorhanden, was das Reisen auch in der zweiten Sitzreihe sehr angenehm macht. In der ersten Sitzreihe freuen sich dann Fahrer und Beifahrer über sehr komfortable, große Sitze, die nicht nur elektrisch einstellbar sind, sondern sie sind beheiz- und belüftbar. Und zudem haben sie eine Massagefunktion, die in 3 verschiedenen Programmen einstellbar ist und so eben auch für ermüdungsfreies Langstreckenfahren sorgt. Zudem gibt es die Möglichkeit, auch im Sportmodus werden dann die Seitenwangen elektrisch an den Körper angelegt, sodass eben hier noch eine bessere Stützung des Oberkörpers während sportlicher Fahrweise stattfindet. Der Blick über den Instrumententräger, dann gibt es eigentlich kaum Rätsel auf, denn wir haben hier noch genügend haptische Drehregler und auch Tasten vorhanden. Sowohl in der Mittelkonsole gibt es dann einen Drehdrücksteller für das Infotainment-System, also so wie man es beispielsweise eben vom Benchmark-System BMW kennt, also dem iDrive-System. So ähnlich funktioniert das Ganze dann hier auch mit einem Drehdrücksteller. Das lässt sich hervorragend bedienen, also absolut klasse, so muss das sein. Der Blick auf den großen 14-Zoll-Bildschirm im Verhältnis 16:9-Format hier aufgestellt. Der ist auch ganz klar, das liegt im tollen Sichtfeld. Wir haben ein Head-Up-Display, was dann auch Informationen in die Windschutzscheibe spiegelt. Und wir haben ein großes Kombi-Instrument, was ebenso voll digital ist und sogar die Möglichkeit bietet, hier dreidimensional die Anzeigen sich
ja, darstellen zu lassen, was ich allerdings ausschalte, weil mir das persönlich irgendwie so ein bisschen auf die Augen schlägt. Ich finde das sehr, sehr unangenehm. Das Display hier selber kann in drei verschiedenen Anzeigemodi eingestellt werden, die über die Fahrmodi eingestellt werden, nämlich Eco, Komfort und Sport. Ja, es ist in meinen Augen immer gut ablesbar, bietet genügend Informationen, die der Fahrer auch haben möchte. Sehr gut finde ich das 3-Speichen-Lenkrad, das liegt sehr gut in der Hand, ist sehr griffig und ist auch von der Aufteilung der Tasten absolut logisch mit den haptischen Reglern und den Drehrädchen. Auf der linken Seite haben wir eben die Audiobedienung, auf der rechten Seite die Assistenzbedienung und auch die Bedienung rechts für den Bordcomputer. Ein echtes Highlight in meinen Augen ist gerade die Verarbeitungsqualität und vor allem die Materialien, die man hier bei Genesis verwendet. Sehr, sehr hochwertiges Leder, weiches Leder, überall belederte Armaturen am Dashboard und auch am Armaturenträger. All das wirklich sehr, sehr fein gemacht, top verarbeitet, wirklich auch die Spaltmaße sind sehr, sehr hochwertig. Nichts klappert, nichts knistert. Im Gegenteil, alles, was man hier so anfasst, wirkt sehr wertig. Wir haben eben auch über die Lautsprecherabdeckungen eben Aluminium. Wir haben dann auch an den Drehreglern für die Lenkstockhebel tatsächlich wirklich auch schöne gefräste Alu-Elemente. Also das ist wirklich richtig hochwertig. Und da braucht sich der Genesis hinter den teuren Mitbewerbern in keiner Weise verstecken. Im Gegenteil, meiner Meinung nach sollten die sich eher eine A-Scheibe hier beim Genesis abschneiden. Beim Infotainment muss ich sagen, das geht sehr schnell und eben sehr, sehr gut. Lässt sich hier durchflippern über den Drehdrücksteller. Einziger echter Nachteil ist keine kabellose Anbindung von CarPlay oder eben Android Auto. Dafür gibt es eine sehr, sehr gute Ladeschale hier in der Mittelkonsole für das Smartphone, um induktiv zu laden. Zudem auch USB-Plätze. Warum hier allerdings keine USB-C-Schnittstelle vorhanden ist, ja, da könnte man ein bisschen moderner werden in meinen Augen. Dennoch auch die Klimaautomatik hier mit einem echten Bedienelement ist sehr, sehr gut nutzbar. Bisschen schade persönlich, dass da diese hochglanzschwarzen Elemente, die fühlen sich dann vielleicht als einziges nicht ganz so toll an. Da könnte man vielleicht auch nochmal über echte kleine Alu-Testchen nachdenken, meiner Meinung nach. Bisschen fummelig die Verstellung für Sitz und Lüftung, Sitzheizung und Sitzlüftung hier über das Display. Das ist ein bisschen klein, da muss man schon genauer hingucken. Aber nichtsdestotrotz alles richtig, richtig fein gemacht. Beim Fahren zeigt der Genesis Electrified GV70, wie man es richtig macht. Bin sehr, sehr beeindruckt hier wirklich von diesem Auto in dem Fall. Denn, wie schon eingangs erwähnt, haben wir ja im Grunde genommen hier ein Verbrennerfahrzeug, das umgerüstet wurde zu einem Elektroauto. Dennoch hat es Genesis hier geschafft, eben das 800-Volt-System oder die 800-Volt-Technologie der Elektrofahrzeugplattformen hier zu implementieren in diese Bodengruppe. Und damit haben wir hier einen echten Performer stehen. Wir haben zwei Elektromotoren hier vorhanden, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Beide zusammen haben dann eine Peakleistung, wenn man den Boost-Knopf hier auf dem Lenkrad drückt, von 360 kW und 700 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Damit sprintet übrigens der Genesis aus dem Stand mit Boost-Knopf in 4,2 Sekunden auf 100. Das ist echt krass. Ohne Boost-Knopf übrigens 4,8 Sekunden lediglich. Und 235 Stundenkilometer ist er auf einer freien deutschen Autobahn schnell unterwegs. Das heißt also auch hier keine Abregelung in dem Fall, hier bei 180 oder 260 sogar, sondern der Wagen darf 235 laufen. Damit kommt man schon echt richtig gut auf der Autobahn voran, auch wenn man eben mal zügiger unterwegs sein will. Zum zügigen Autobahnfahren gehört natürlich dann auch am Ende eine tolle Ladeperformance. Und da kommt eben das 800-Volt-System zum Tragen, das wir ja schon kennen aus Hyundai und Kia-Modellen. Bedeutet, wir können in den 18 Minuten unseren 77,4 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku von 10% auf 80% in 18 Minuten auffüllen. Und das schaffte der Genesis auch sehr, sehr zuverlässig.
Auch wenn die Temperaturen jetzt eher etwas kühler sind, wird zwar nicht die maximale Peakleistung von 240 kW oftmals abgerufen, aber dennoch eine sehr, sehr hohe Ladeleistung über einen langen Zeitraum dann gehalten. Und so schafft es eben der Genesis sehr zuverlässig, diese 10-80% in rund 20 Minuten zu absolvieren. Also echt gut. Eine Batterievorkonditionierung kann über das Navigationssystem bei aktiver Zielführung an eine Ladesäule stattfinden. Allerdings, in meinen Augen, würde ich mir persönlich wünschen, wenn man eben das Ganze händisch aktivieren kann. Denn oftmals ist es ja wirklich so, man fährt an eine Ladesäule, die man selber kennt und weiß, in 20, 30 Kilometern kommt meine Ladesäule. Dann würde ich gerne den Akku vorkonditionieren, möchte nicht erst noch die Ladesäule hier im Navigationssystem suchen und sie dann eingeben. Also das wäre in meinen Augen jetzt ein Wunsch, den die Entwickler hier umsetzen sollten, gerade jetzt Richtung Winter. Beim Fahren dann zeigt der Genesis auch seine komfortable Seite. Wir haben hier eine Doppelverglasung, die sehr effizient ist oder effektiv ist. Denn sie hält nicht nur die Windgeräusche perfekt draußen und kapselt sozusagen den Innenraum von der Außenwelt gut ab, sondern er sorgt dann halt auch zusammen mit dem eher komfortabel ausgelegten Fahrwerk hier für Wohlfühlambiente. Man lässt sich massieren, fährt dann eben wirklich sehr entspannt, auch schnell gerne mal eben mit dem Genesis über die Lande und das sorgt dann auch für eine gewisse Entspannung, die ich bei einem Elektroauto wirklich sehr, sehr schätzen gelernt habe, wenn man eben dann nicht durch äußere Einflüsse hier negativ irgendwie belästigt wird. Man kann sich dann eher auf seine Musik kümmern, dass natürlich Streamingdienste auch umsetzbar sind. Zudem, die Lenkung bietet eine angenehme Rückmeldung, auch wenn die Lenkwinkel in meinen Augen vielleicht ein bisschen kleiner sein könnten. So eine Hinterachslenkung ist natürlich schon eine Geschichte, die es hier nicht gibt. Adaptiv ist das Fahrwerk in gewisser Hinsicht ja, allerdings über hydraulische Anschläge am Dämpfer. Das heißt also, da ist man etwas beschränkt in der Möglichkeit der Variation. Dennoch funktioniert das sehr, sehr gut, das System, weil die Spreizung ist nur etwas geringer als bei den Adaptivsystemen der Mitbewerber. Dennoch federt der Wagen sauber, lediglich kurze Unebenheiten werden ein bisschen direkter an die Insassen und an den Fahrgastraum weitergereicht, sodass man da dann vielleicht sich noch ein bisschen mehr Komfort wünschen würde, aber dennoch passt das ganz gut. Zur Performance sei auch gesagt, das kann der Genesis ebenfalls gut. Er lässt sich gut positionieren, er lässt sich toll rausbeschleunigen. Das Gripniveau ist natürlich durch den Allradantrieb sehr, sehr gut. Man hat die drei Fahrmodi, Eco, Komfort und Sport, kann da individuell dann eben das Ganze anpassen auf seine Ansprüche. Und mit dem Boost-Knopf kann man jederzeit für 10 Sekunden eben die volle Leistung abrufen. Da ist das Fahrzeug dann voll auf Dynamik ausgelegt und kann dann eben hier einmal richtig performen. Performen können auch die Assistenzsysteme. Wir haben natürlich alle gängigen modernen Assistenzsysteme hier an Bord. Bedeutet, wir können mit einer aktiven Spurhaltung, einer aktiven Abstandsregelung und einer Überwachung des Totenwinkelsystems arbeiten. Und das Totenwinkelsystem ist hier natürlich in meinen Augen am besten umgesetzt, genauso wie bei Hyundai und Kia. Über die Betätigung des Blinkers wird dann automatisch die Kamera im jeweiligen Außenspiegel aktiviert und im Kombi-Instrument wird das Bild angezeigt. Also meiner Meinung nach besser geht das Ganze gar nicht und warum das nicht jeder Hersteller umsetzt, verstehe ich bis heute leider nicht. Ja, und das würde ich sagen, jetzt geht es zum Fazit. Und da erfahrt ihr jetzt natürlich alles Wichtige um den Preis, um den Verbrauch, die echte Reichweite, die wir hier erzielt haben mit dem Genesis und natürlich auch noch meine persönliche Meinung zum Electrified GV70. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich. Der Genesis Electrified GV70 ist ein echt tolles Auto. Also ich bin verliebt, das wäre für mich wirklich ja, mein Familienauto, wenn ich mir gerade ein neues aussuchen dürfte und natürlich Geld vielleicht jetzt nicht unbedingt die große Rolle spielen würde, aber dazu kommen wir gleich. Was hat mir denn besonders gut gefallen? Das ist natürlich, ich finde die Proportionen schön, mir gefällt das Design über die
champagnerfarbene Lackierung, da können wir jetzt mal diskutieren. Die hat allerdings Genesis auch aus dem Programm gestrichen. Ich würde auch kein matt Lack nehmen wollen. Das wäre mir zu empfindlich am Ende des Tages. Das wäre das eine. Ich bräuchte vermutlich auch gar nicht diese volle Leistung von 490 PS oder gerade die Boost-Funktion, die ist zwar nett, aber im Alltag nutzt man das Ganze dann eher weniger. Also diese 325 PS oder so, die würden mir gut gefallen. Und mir würde auch die Hinterradantriebsvariante eigentlich taugen, die es leider aktuell nicht gibt. Ich könnte mir vorstellen, da könnte Genesis vielleicht nochmal nachlegen. Dann wird der Preis auch ein bisschen sinken. Ist aber natürlich die große Frage, will man dann auf dem Allrad verzichten? Ich weiß, das ist ein viel hin und her. Ich persönlich bräuchte den Allrad nicht. Ich würde lieber tatsächlich eine Hinterradantriebsvariante nehmen. Die große Batterie, 77,4 Kilowattstunden, die finde ich super. Die passt auch ganz gut. Beim Platzverhältnissen, da geht auch gut was rein. Er ist ein bisschen enger im Fond, ja, aber dennoch geht alles ganz gut rein. Er ist ein super komfortabler Wagen und mir hat er richtig Spaß gemacht. Beim Preis muss man natürlich sagen, der, so wie er hier steht, kostet er über 86.000 Euro. Das ist eine richtige Hausnummer, aber das ist auch ein voll ausgestattetes Fahrzeug, wirklich mit allem Pipapo. Bisschen schade finde ich, dass sowas wie Vehicle to Load dann über 1.000 Euro Aufpreis kostet. Ja, muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Er ist ein echt gutes Zugfahrzeug mit 1,8 Tonnen in der Elektrowelt, das muss man auch sagen. Das kann er also auch richtig gut. Der Einstiegspreis liegt bei knapp 70.000 Euro. Also mit rund 80.000 Euro, denke ich mal, muss man wahrscheinlich rechnen, weil die meisten Optionen, die dann drin sind, wie eben Relax-Sitze und Massagefunktionen, das Leder und so, das will man dann in dem Auto sicherlich auch unbedingt haben, wie ich persönlich finde. Beim Verbrauch, muss ich sagen, hat er mich auch überrascht. Angegeben mit 19,9 Kilowattstunden WLTP-Verbrauch haben wir jetzt auf unserer Verbrauchsrunde mit dem Genesis Electrified GV70 21,7 Kilowattstunden verbraucht. Damit würden wir dann mal so rund 350 Kilometer im Alltag weit kommen. Und das ist auch realistisch. So über meine Gesamtfahrleistungen lag ich eben auch in ungefähr um diesen Dreh, also mal, wenn mehr Autobahn dabei war, auch mal wieder mehr Stadtverkehr. Also ich kann sagen, der Verbrauchsrundenwert, der kann sich definitiv sehen lassen und ist auch absolut repräsentativ für das Fahrzeug. Die Ladetechnik ist natürlich hervorragend. 800 Volt, das ist genau das, was wir uns hier in Europa ja wünschen. Das Auto kann wunderbar schnell laden. 18 Minuten haben wir 80% erreicht, maximal 240 kW Ladeleistung. Und wir können natürlich auch die Batterie vorkonditionieren. Leider die Ladesäulenplanung auf Langstrecke ist immer noch nicht so ganz optimal, auch wenn da schon ein Software-Update kam. Ich finde, da könnte noch mal ein bisschen nachgeschärft werden, denn das können andere sicherlich noch mal besser. Wirkliche negative Sachen sind mir eigentlich nicht aufgefallen. Die Assistenzsysteme arbeiten ordentlich. Das Fahrwerk, wie gesagt, eher komfortabel ausgelegt. Da könnte natürlich noch eine Adaptivfunktion noch ein bisschen feiner sein. Es gibt zwar, es ist ja ein Adaptivfahrwerk, dennoch muss man sagen, das könnte noch ein bisschen breiter gespreizt sein, den einzelnen Modis. Aber mir hat er wirklich gut gefallen und das wäre auch ein Auto, was ich mir jetzt sicherlich für den Alltag und mit Familie echt gerne gönnen würde. Ich hoffe, euch hat jetzt das Video gefallen, dass ihr es euch gegönnt habt, dies anzuschauen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung jetzt unten in die Kommentarbox. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen, damit der Kanal hier auch wachsen kann und ich euch weiterhin auch hier schöne Videos mit schönen Autos präsentieren kann. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.